Ja, moin moin und herzlich willkommen hier aus München vom FinCamp 2018, sag ich mal, denn vielleicht gibt es ja auch ein FinCamp 2019. Das FinCamp, eine exklusive Finanzvisier-Veranstaltung, zum ersten Mal veranstaltet. Der Finanzvisier, vielleicht kennt ihr ihn, Albert Warnecke steckt dahinter. Er bloggt seit einigen Jahren sehr erfolgreich zu ETFs und überhaupt, wie mache ich selbst meine Geldanlage Rendite stark. FinCamp zum ersten Mal in München, veranstaltet im NH Hotel Ost. Gekommen sind etwa 150 Teilnehmer, unter ihnen etwa 25% Frauen, was mich sehr gefreut hat. Und auch interessanterweise einige Paare, die sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Das FinCamp für Leute, die ihr Geld selbst anlegen. Also das Versprechen war, wir beantworten alle Fragen, die Referenten und Albert. Zum Thema Geldanlage, wir geben Orientierung, was gibt es alles, was ist zu beachten, was muss man vielleicht am Anfang sich überlegen, um dann möglichst schnell ins Anlegen zu kommen. Ich habe mich jetzt hier zurückgezogen, insgesamt 3 Einzelvorträge hat es gegeben und 4 Fachpanel. Angelegt war es, es spricht jeder etwa 40 Minuten, die Vorträge 40 Minuten und bei den Panels war es so, 3 Referenten saßen zusammen mit einem Moderator, mit dem Richie. Und wir haben uns ausgetauscht über das, über was es eben auszutauschen gab, ne? Unter dem Motto des jeweiligen Fachpanels. Gleich am Anfang mit der Eröffnung, Begrüßung durch Albert und Henrik Schenk, ein Freund vom Albert, der das ganze FinCamp organisatorisch in der Hand gehalten hat. Die haben die Begrüßung gemacht und was nett war, jeder sollte sich rechts und links vorstellen, damit wir ins Gespräch kommen. Und was ich eine sehr schöne Idee fand, Henrik hat gesagt, wir sollen uns einen Goal Buddy suchen. Also alle Teilnehmer sollten sich im Laufe des Tages, es gab ja einige Pausen zum Netzwerken, sich einen Goal Buddy suchen. Was ist ein Goal Buddy? Das ist jemand, der einen bei den eigenen Zielen unterstützt. Also man sucht sich jemanden und telefoniert ab und zu mit ihm und fragt, welches Ziel hast du, welches Ziel habe ich? Und dann tauscht man sich regelmäßig darüber aus. Henrik hat erzählt, dass er mit einem Freund dieses Goal Buddy, ich will mir nicht sagen gespielt hat, aber das vereinbart hat. Und sein Goal Partner wollte eine Weltreise machen in einem Bulli. Er ist jetzt auf Weltreise. Henrik hat ihn immer wieder gefragt, na, hast du schon den Bulli gekauft, hast du ihn umgebaut, hast deine Route festgelegt? Und was wollte Henrik machen? Henrik wollte eine Veranstaltung organisieren. Und das ist das FinCamp geworden. Also beide haben ihre Ziele erreicht. Und deshalb der Aufruf an die Teilnehmerinnen beim FinCamp, sucht euch einen Goal Buddy, damit ihr rankommt an die Geldanlage und nicht noch länger darüber nachdenkt, sondern endlich loslegt. Und das war im Grunde die Vorlage, die Steilvorlage für die Keynote von Albert himself. Er hat die Vortragsreihe gestartet. Sein Thema, warum selber machen, im Grunde heutzutage die einzige Chance ist auf Rendite. Wer Albert kennt, der weiß, Albert ist der Mann fürs selber Anlegen, ein ETF-Spezialist. Und ganz klar, seine Ansage ist, macht eure Geldanlage selber, denn dann kommt die Rendite. Albert meint, er hat 10 Jahre gebraucht, bis er das endlich begriffen hat. Heißt letztendlich, spart Kosten. Und dann kann die Rendite auch für euch arbeiten. Denn wenn ihr jedes Mal 3%, 4%, 1% an eine Bank, an ein Management, an eine Verwaltungsgesellschaft, an einen Broker zahlen müsst, dann bleibt natürlich von den Zuwächsen der Geldanlage, von der Rendite nicht viel übrig, kann man sich ja vorstellen. Albert hat das auch vorgerechnet, zum Beispiel mit der DWS Top Dividenden Renditefonds. Hat er gesagt, durch Rückvergütungen im ersten Jahr muss aus dem Fonds allein 2.600 Euro bezahlt werden und nach 5 Jahren sind das schon 4.900 Euro. Also man muss allein mit der Anlage 4.900 Euro schon mal an Rendite erwirtschaftet haben, um überhaupt bei einer Null rauszukommen. Da ist noch nicht mal eine positive Rendite drin. Und deshalb ist selber machen das Gebot der Stunde und eigene Anlageprodukte zusammenzustellen. Interessanterweise schlägt bei der Geldanlage häufig der Privatanleger oder der Amateur den Profi. Was ein ziemliches Finanzparadoxon ist, sagt Albert, das hat er so genannt.
Weil in anderen Berufen, also als Arzt, kannst du dich nicht einfach an den Chirurgentisch stellen und sagen, ach ja, ich habe da was im Internet gelesen, habe mir meine Gedanken gemacht und dann operiere ich jetzt eben mal. Das geht nicht. Auch in anderen Berufen nicht. Pilot kannst du nicht sagen, okay, ich habe jetzt schon ganz lange am Simulator geübt, am Computer, jetzt kann ich im Flugzeug fliegen. Natürlich nicht. Aber beim Finanzen ist es so, wenn du dir Wissen angeeignet hast, wenn du über deine eigene Einstellung zum Geld nachgedacht hast, wenn du Übungen hast, wenn du reflektiert hast, dann kannst du deine Geldanlage wunderbar selber machen. Das funktioniert, du kommst auf eine gute Rendite und vor allen Dingen, du kontrollierst dein Geld selber. Das ist Alberts Credo. Leute ran ans Geld, macht es selber, informiert euch, lest euch ein und dann legt los. Wartet nicht zu lange, übt, macht eure Fehler. Fehler gehören auch dazu, aber fangt an und kommt in die Pötte. In die Puschen, sagt man einfach. Und kommt in die Puschen, macht, legt euer Geld an, am besten natürlich möglichst richtig, nach euren eigenen Anlagestrategien, nach euren persönlichen Zielen und dann bleibt schön hügelig. Neues Wort. Hügelig, ihr kennt ja Hügge, das ist so kuschelig zu Hause sein. Das ist für Privatanleger die beste Strategie. Nicht immer hin und her, weil das macht der Taschen leer, auch wegen der Gebühren, sondern Geld anlegen, liegen lassen, in 15, 30 Jahren Zyklen denken, weil dann sitzt man auch Crashs und Kursverlauf, Abschwünge aus und geht am Ende quasi mit einer guten Rendite aus der Anlage heraus. Das war Alberts Keynote. Kommt in die Puschen, macht es selber. So, und dann ging es weiter, Schlag auf Schlag. Dann kam das Panel, bei dem ich beteiligt war, zusammen mit Oliver Nölting, dem Frugalisten, und Marielle von den Beziehungsinvestoren und ich, die Geldfrau. Wir haben darüber gesprochen, womit man anfängt, ganz am Anfang, bevor man sich in das Anlagevergnügen und Abenteuer stürzt, indem man erstmal seine Haltung zum Geld reflektiert. Denn wenn ihr etwas nicht mögt, dann könnt ihr euch auch nicht so positiv darum kümmern und dann funktioniert das vielleicht mit der Geldanlage oder sehr wahrscheinlich mit der Geldanlage nicht. Und deshalb war unser Panel, Mindset haben wir es genannt. Dazu kam dann Moderator Richie, er hat die Panels moderiert, die insgesamt 4 Panels. Und die erste Frage, die an uns ging, was bedeutet uns Geld? Denn das ist im Grunde die Eröffnungsfrage, die ihr euch alle am besten stellt, bevor ihr euch, wie gesagt, ins Abenteuer Anlage stürzt. Was bedeutet mir eigentlich Geld? Habe ich eine positive Haltung zum Geld oder habe ich irgendwelche Geldblockaden? Also finde ich Geld eigentlich irgendwie unangenehm? Es ist mir peinlich, wenn ich über Geld spreche. Warum ist mir das peinlich? Habe ich vielleicht das Gefühl, über Geld spricht man nicht oder ich verdiene eigentlich gar nicht das, was ich verdiene? Oder habt ihr so eine Abneigung gegen Geld? So von wegen, wenn man über Geld sich unterhält oder an Geld denkt, ist man geldgeil oder sowas. Sich darüber Gedanken zu machen, das ist ganz interessant und vor allen Dingen wichtig. Es ist nicht nur interessant, es ist vor allen Dingen wichtig, weil ihr dann eure Geldhaltung kennenlernt. Denn unsere Geldhaltung, die kommt nicht irgendwie, fällt nicht vom Himmel, sondern die haben wir uns im Laufe des Lebens angeeignet. So wie wir uns Werte aneignen und Tugenden, die uns unsere Eltern mitgeben, so eignen wir uns auch eine Haltung zum Geld an. Die Wissenschaftler bezeichnen das als monetäre Sozialisation. Jeder hat eine Geldbiografie, so heißt das dann. Und diese Geldhaltung, die Geldbiografie wird durch ganz viele Sachen beeinflusst. Eben durch die Eltern, durch den Umgang der Eltern mit Geld, wie sie darüber gesprochen haben oder ob sie nicht darüber gesprochen haben, ob Geld überhaupt da war, ob sie Schulden hatten und es immer ein negatives Gesprächsthema zum Beispiel war. Auch wir Frauen und Männer haben unterschiedliche Beziehungen zum Geld, geprägt durch Rollenbilder, Männer die Ernährer, Frauen die Kümmerer um Haushalt und Kinder. Das wirkt alles heute nach, obwohl sich glücklicherweise diese Rollenbilder auflösen. Dann auch geschichtliche Entwicklungen, weil die Männer Geld verdienen durften, Frauen durften es nicht verdienen. Da wirkt sehr viel nach, auch wenn das schon einige Jahrzehnte jetzt hinter uns liegt, aber das wirkt noch lange nach. Und was noch auf unsere Geldhaltung wirkt und unseren Umgang mit Geld,
ist natürlich auch die Funktionsweise unseres Gehirns. Das ist nicht zu unterschätzen. Stichwort Verhaltensökonomie. Unbedingt mal Kahnemann und Tversky querlesen oder Hartmut Walz zum Beispiel, einfach genial entscheiden. Da lernt ihr, wie unser Gehirn ständig ein Gefühlschaos bei uns anrichtet, gerade auch wenn es um Geld geht. Die Frage kam dann auf, ob wir diesen Einflüssen denn so hilflos ausgeliefert sind. Unserem Gehirn ja, aber da können wir Wissen dagegen setzen. Und die anderen Einflüsse können wir bis zu einem gewissen Grad ändern. Also wir können uns tatsächlich neue Geldglaubenssätze zulegen, indem wir uns einfach positive Sätze ausdenken. Zum Beispiel, Geld tut mir gut oder Geld ist Energie und ich kann damit ganz viel machen. Geld ist geil, kann man auch machen. Also da, es gibt ganz viele positive Geldsätze, die ihr euch aneignen könnt. Dann kamen einige Fragen aus dem Publikum. Wie finde ich denn eine Balance beim Geld zwischen Ausgeben und Sparen, gerade Angst vor Verlusten auch. Da war bei uns so das Credo, dass ihr euch fragen könnt, was ist denn der Worst Case, wenn ihr Angst habt beim Geldanlegen? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Das könnt ihr dann ja durchdeklinieren, dann auch reflektieren, wo denn überhaupt diese Angst herkommt. Wichtig ist dann auch, sich eine Vermögensbilanz zu machen, was ist eigentlich schon da und was könnte dann eben im schlimmsten Fall verloren gehen. Das ist ja auch schon mal, kann auch schon mal eine Sicherheit sein. Und von wegen zwischen Ausgeben und Sparen eine Balance finden, da könnt ihr euch Budgets zum Beispiel setzen. Zum Beispiel, dass ihr sagt, am Monatsanfang spare ich tatsächlich 20% weg meines Einkommens oder 10% oder 30% und mit dem restlichen kommt ihr einfach aus. Oder ihr legt euch feste Budgets fest. Na, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro für die unregelmäßigen Ausgaben auszugeben. Es ist aber auch so, wenn man seine Ziele kennt, seine Lebensziele, seine Haltung zum Geld, sich herausgefunden hat, was ist denn wichtig für mich beim Thema Geld, dann stellt sich automatisch eine Balance ein. Dann kam das nächste Panel. Nach einer kurzen Pause schon mal zum Netzwerken kam das nächste Panel. Asset Allocation. Also wie verteile ich meine Vermögensgegenstände, in die ich anlege? Oder wie verteile ich mein Geld auf verschiedene Vermögenswerte? So müsste man es eigentlich sagen. Auf dem Podium Daniel Kort, der Finanzrocker, mit seinem Podcast-Partner Albert Warnecke. Beide machen ja den Podcast, den sehr erfolgreichen Podcast, der Finanzvisier rockt. Jeden Monat oder sogar mehrfach im Monat gibt es einen neuen Podcast und unbedingt reinhören, könnt ihr viel lernen. Wahrscheinlich kennt ihr auch den Podcast schon. Also, wie mische ich denn nun richtig? Kleinteilig oder alles genau und alles genau auf die zweite Kommastelle sich aussortieren oder einfach mal rein in Aktien, ETFs und Co. und sehen, was passiert. Ne? Das war ein ganz interessantes Panel, auch für mich, wie denn so, ich sag mal, unsere Profis ihr Geld auf Vermögenswerte teilen. Es gibt so eine grobe Richtlinie, wonach man sagt, ein Drittel hält man Cash, ein Drittel geht man in Aktien und ein Drittel in Immobilien. Dazu kommt noch wer hat die gesetzliche Rentenversicherung. Trifft nicht für jeden zu, nicht jeder kann ein Drittel seines Vermögens in Immobilien stecken oder will es auch nicht. Das ist tatsächlich eine persönliche Abwägungssache, aber auf jeden Fall Cash und Aktien, ich denke, das ist gesetzt, neben der gesetzlichen Rentenversicherung, die wahrscheinlich die meisten von uns haben. Und dann ist natürlich Albert und auch Daniels Ansage, macht es nicht zu kleinteilig. Also, nichts im Depot, was unter 10% ist. Also nicht 5% Gold reinmischen oder 5% irgendwie Immobilien oder 5% Rohstoffe. Das ist alles Quatsch. Mindestens 10% von etwas. Dann macht es irgendwie Sinn, aber alles darunter ist einfach viel zu kleinteilig. Kostet viel zu viel Arbeit, sich damit zu beschäftigen. Wenn ihr dann in Einzelaktien investieren wollt, dann über mehrere Branchen hinweg und nicht nur in eine, weil dann klumpt ihr Risiko und das ist nie gut, ein Klumpenrisiko zu haben. Was auch wichtig ist, wenn ihr euer Geld auf Vermögenswerte verteilt, an die eigene Rente denken
und also die eigene Rente schon mal aufschreiben, was ihr bisher habt, um dann zu sehen, wo ihr weiter investieren könnt. Und auch zu gucken, wie bewertet ihr denn eure eigene Arbeitskraft im Hier und Jetzt, um dann die bestmöglichen Gehälter rauszuhandeln, bestmöglichen Verdienst. Und wie könnt ihr das vielleicht auch transferieren, ja, wenn ihr ein bisschen älter seid, was könntet ihr dann noch machen? Das ist auch interessant, das zu haben. Wichtig ist auch, wenn ihr euer Geld in verschiedene Anlagen steckt, vorher euch ein Anlageziel festzulegen. Grobe Anlageziele, grobe Lebensziele auch. Was will ich machen, wenn ich alt bin? Wie will ich dann leben? Wie viel Geld brauche ich dann? Das zu überschlagen, mehr als überschlagen geht es nicht, das kann man nicht genau rechnen. Das zu überschlagen und dann darauf hinzuarbeiten, denn ihr wisst, oder könnt ihr es euch zumindest vorstellen, wer kein Ziel hat, der läuft auch noch nicht mal los. Und deshalb Ziel setzen und dann loslaufen. Was Albert noch gesagt hat, fang zum Beispiel klein an, also fang nicht gleich an mit 10.000 Euro investieren in einen Sparplan beziehungsweise als Einzelanlage, sondern fang erstmal mit einem kleinen Sparplan an, zum Beispiel in ETFs. Wenn du noch nie in Aktien investiert hast, fang klein an, nimm dir 500 Euro oder eine Summe, die dir irgendwie schon ein bisschen weh tut, vielleicht auch 1.000 Euro, investier sie in einen MSCI World zum Beispiel und dann beobachte das ein Vierteljahr. Beobachte das, wie du die Schwankungen aushältst, weil irgendwann steht unter der Depotsumme eine rote Zahl. Dann hast du quasi Wert verloren. Hältst du das aus oder kriegst du da Schnappatmung, wenn dein Geld schrumpft? Das bitte austesten, bevor ihr an der Börse über ETFs oder in Einzelaktien investierend euer Geld anlegt. Ne? Vielleicht haltet ihr das gar nicht aus und man kann sich auch ein bisschen immunisieren. Man kann sich da rein leben, aber es gibt natürlich auch Naturelle, die halten das gar nicht aus. Und für die ist dann der Aktienmarkt eher wahrscheinlich nicht geeignet. Probiert es aus, das ist Alberts Rat und auch Daniels Rat. Fangt niederschwellig an. Und dann tastet euch langsam vor in die verschiedenen Anlageklassen, testet es aus, geht mit euch ins Zwiegespräch, was findet ihr gut, Aktien, Immobilien, Rohstoffe ist so, ist schwierig. Was findet ihr gut, was versteht ihr, womit könnt ihr was anfangen und dann legt los. Interessanten Aspekt hat Albert noch gebracht. Albert hat ja selber eine Immobilie, also er weiß, wovon er spricht. Da hinten ist gerade etwas Krach hier. Wenn ihr eine Immobilie habt und ihr wollt mal den Wert bestimmen, so im Hinblick auf die Rente, hat Albert einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Um euch die Immobilie nicht schön zu rechnen, ist es ganz gut, so einfach den Bodenwert zu nehmen. Also die Immobilie im Grunde komplett auf Null abzuschreiben, sondern nur zu gucken, was könnte denn beim Verkauf der Boden einbringen. Und nur diesen Wert setzt Albert für seine eigene Vermögensbilanz an. Und nicht mehr. Sollte er es mal verkaufen, kriegt er wenigstens den Bodenwert. Damit kann er rechnen. Und wenn er sein Haus verkauft und kriegt mehr, weil das Haus halt doch noch was wert ist, voilà, umso besser. Aber damit rechnet er nicht. Also er rechnet sich sein eigenes Vermögen nicht schön. Und das finde ich eine gute Idee. Sein Vermögen immer sehr, sehr konservativ zu berechnen, damit man sich einfach die Welt nicht schön rechnet und es dann am Ende vielleicht fehlt, das Geld. Nach diesem Panel zwischen Albert und Daniel war erstmal Mittagspause, eine Stunde. Das hat uns Zeit gegeben, mit den Teilnehmern ein bisschen zu quatschen, die ersten Fragen zu beantworten. Das war ganz spannend. Es war eine ganz gelöste Stimmung beim FinCamp. Nach der Mittagspause war dann nochmal Albert dran. War ja auch eine exklusive Finanzvisier-Veranstaltung. Thema hier, Indexing. Ein nicht ganz so einfaches Thema, wie ich fand. Indexing, wie finde ich denn den passenden ETF? Ein Kochrezept für richtiges Indexing. Also ist auch, wie gewichte ich denn nun auch mein Depot? Mit welchen Assets, mit welchen Regionen? Zum Beispiel. Und Albert hat am Anfang ein sehr wahres Zitat gebracht, wie ich finde. Das Ziel der Privatanleger ist nicht, reich zu werden, sondern nicht arm zu sterben. Wenn ihr als Privatanleger reich werden möchtet,
dann habt ihr am besten eine super tolle Geschäftsidee und werdet selbstständig. Dann könnt ihr reich werden. Mit einem normalen Job und einer, ich sag mal, normalen Geldanlage à la ETF oder Aktienfonds werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht reich. Ihr könnt vielleicht gut davon leben, aber ihr werdet nicht reich. Aber es ist ja schon mal sehr schön, nicht arm zu sterben, sondern bis zum Lebensende genug zu haben. Und darum geht es uns ja. Wir wollen für unsere Rente vorsorgen, wir wollen vielleicht schon früher in Rente gehen. Und da soll dann einfach auch ein bisschen Geld da sein. Deshalb sparen wir und legen das Geld auch an. Also, welchen Index wähle ich denn nun? 520 Aktienindizes gibt es, meint Albert, und haltet euch fest, 97,5%, also fast alle, sind im Grunde nutzlos. Warum? Albert hat eine schöne Grafik, ein schönes Bild gehabt. Das ist so, wie wenn ihr vorm Joghurtregal steht. Es gibt 30 Joghurts, verschiedene Joghurts. Im Grunde ist es aber immer dasselbe. Es ist Joghurt mit ein bisschen Geschmack drin oder auch ohne, aber es ist Joghurt. Und deshalb hat Albert gesagt, gibt es im Grunde 10 plus 4 Aktien-ETFs. Albert hat das runterdekliniert, 10 plus 4 Aktien-ETFs. Welche das sind, das hat er in Folien aufgeschrieben. Das findet ihr unter dem Video. Ich blende es auch nochmal ein. Und aus diesen Indizes, aus diesen 10 plus 4, soll man sich bitte seine eigenen raussuchen. Gewichtet nach Region und Unternehmensgröße zum Beispiel. Also die großen Unternehmen, die kleinen Unternehmen und die mittleren Unternehmen, also Large bis Small Cap. Und dann kann man auch nach Regionen noch gehen, ne? Emerging Markets zum Beispiel. Wie mische ich denn nun? Alberts Rat, bis 50.000 Euro gehen 2 ETFs, bis 100.000 Euro würde er 3 ETFs, also verschiedene ETFs empfehlen, mehr aber auch nicht. Also zum Beispiel den MSCI World, dann einen MSCI Europe und Emerging Markets. Dann hat man die Regionen zusammen. Und dann ist noch die Frage, ob thesaurierend oder ausschüttend. Albert hat beides durchgerechnet, Vor- und Nachteile von beiden aufgelistet und kommt letztlich zu der Aussage, im Grunde ist es egal, es gibt keinen wirklichen Unterschied. Die Unterschiede sind marginal, sie sind kleinteilig und letztlich macht es nicht viel aus. Vor allen Dingen geht es ja da um steuerliche Aspekte. Und auch rezipierend und oder synthetisch replizierend oder synthetisch replizierend, da werden tatsächlich Aktien in den ETF reingekauft. Beim synthetischen ETF wird es über Tauschgeschäfte, über Swaps, über Optionen nur auf die Aktien der Index zusammengestellt. Das ist vielleicht auch eine Frage, inwiefern man den Banken vertraut. Bei Swap-Geschäften, bei den synthetischen, wenn die Bank ausfällt, dann fällt auch natürlich der Index aus, der ETF. Das muss man selbst entscheiden. Von der Anlage selber ist es auch wiederum egal. Für Albert ist das dann so relativ schnell gemischt. Also welcher Index? MSCI, dann macht man die Branchen und die Größe der Unternehmen und dann die Region und fertig ist der Lack für Albert. Und dann ist man auch schnell fertig und normal schwanken die ETFs so zwischen 2% und 3%. Dann ist die Frage noch, welchen Broker nehme ich denn dann für mein ETF-Depot? Auch relativ egal. Der eine berechnet mal einen festen Betrag, der andere berechnet für einen Sparplan gar nichts, der dritte vielleicht doch noch eine kleine Gebühr von der Order. Das müsst ihr euch angucken, aber es nimmt sich letzten Endes nicht viel. Also, kurzer Schlachtplan oder Kochrezept, wie Albert das genannt hat. Erstens, es gibt wenige Indizes. Guckt euch die Indexgewichtungen an. Dann legt eine Sparplanrate fest, 100 Euro, 50 Euro, 25 Euro, 300 Euro, je nachdem, wie viel ihr ansparen möchtet. Findet einen Broker. Guckt euch die ETFs an. Guckt euch, welche ETFs sparplanfähig sind. Und so sortiert ihr euch dann zu dem Broker. Also wenn der eine Broker nicht den Sparplan-ETF hat, den ihr wollt, dann wechselt halt den Broker. Guckt euch einen anderen ein, ne? Und dann loslegen. Nicht zu lange warten. Okay, das war Albert zum Indexing. Und dann gab es noch ein Panel. Da hat mir ehrlich gesagt schon der Kopf ein wenig geraucht. Dann gab es noch ein Panel. Um 13.50 Uhr waren wir dann schon. Peer-to-Peer und Crowd-Investing.
ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Peer-to-Peer-Kredite, das sind Kredite, die zum Beispiel ich an dich gebe, wie du dazu hörst, oder du an mich zum Beispiel, wenn ich von der Bank keinen Kredit bekomme oder ich finde, oder Banken blöd finde, aber meistens ist es wahrscheinlich so, dass ich von der Bank keinen Kredit bekomme, dann kann ich mich an eine Plattform wenden, die es zurzeit mannigfaltig gibt. Und ich gebe mein Geld an die Plattform und die Plattform gibt es dann an denjenigen, der gerne einen Kredit haben möchte. Das ist ein hochausfallgefährdetes Geschäft, wie ihr euch denken könnt. Wenn ich von der Bank keinen Kredit gebe, dann hat das vielleicht auch seine Gründe. Okay, also das war Peer-to-Peer-Kredite und Crowdinvesting. Auf dem Podium saßen Lars Frobel, der Kredithai, dann Stefan Ehrlich von kritischeranleger.de und nochmal Daniel Kort als der Finanzrocker. Lars investiert sehr viel in Peer-to-Peer-Kredite. Auch Daniel ist investiert. Stefan Ehrlich war auf dem Podium vor allen Dingen wegen des Crowd-Investings. Das macht er häufiger als Anlageform. Crowd-Investing kennen vielleicht viele, wenn es um Start-ups geht. Also wenn ich als junges Unternehmen Geld brauche, dann mache ich manchmal ein Crowdfunding. Also die Crowd, ihr alle oder wir alle finanzieren ein Unternehmen, was von der Bank jetzt kein Geld bekommt, weil es einfach zu riskant ist für die Bank. Oder Großinvestoren, dafür ist es wiederum zu klein. Selber hat man vielleicht auch nicht genug Geld und die Freunde will man und die Familie will man es auch nicht anhauen. Also versucht man es mit der Crowd, wird das Risiko gestreut. Wenn jeder 100 Euro gibt und das Geschäft geht schief, ja, dann ist man halt seine 100 Euro los, ne? Das ist dann nicht so gravierend. Aber wenn es eben gut läuft und das Start-up wirklich durchschlägt, dann kann man für seine 100 Euro richtig hohe Renditen erhalten. Das ist natürlich das, was die meisten dann hoffen. Das waren die beiden Sachen. Also Crowdinvesting. Da macht schon wieder einer wahnsinnig viel Krach. Crowdinvesting und Peer-to-Peer-Kredite. Beim Crowdinvesting gibt es verschiedene Plattformen. Es kommen auch immer wieder neue. Dieses Wachstum ist exponentiell. Selbst die großen Banken fangen jetzt schon an, solche Plattformen bereitzustellen. Zum Beispiel die GLS Bank hat jetzt eine Plattform, das ist eine grüne ökologisch-ethische Bank, hat jetzt eine eigene Crowdinvesting-Plattform aufgesetzt. Es ist natürlich bei dem Crowdinvesting immer zu beachten, dass man immer als Privatanleger im Nachrang steht. Was heißt das? Man kriegt als allerletztes sein Geld. Vorher kriegen alle anderen Investoren ihr Geld, sollte das Geschäft schief gehen, und man selber ist im Grunde das letzte Glied in der Kette. Das muss man wissen. Es ist also ein hochriskantes Geschäft, aber wenn man das weiß, ist das eher in Ordnung. Es ist also nicht unbedingt ein Instrument, um einen Vermögensaufbau zu betreiben. Es ist höchstens eine Beimischung, um vielleicht noch ein paar Renditespitzen einzufahren. Okay. Worin fließt das Geld? An Unternehmen, hatte ich schon gesagt, kann Crowdinvesting Geld fließen oder auch an Immobiliengesellschaften, die damit Immobilien bauen. Solche Plattformen sind in der Vergangenheit ja ziemlich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Da müsst ihr mal aufpassen, denn dann seid ihr nicht an der Immobilie selbst beteiligt, sondern ihr gebt einfach dem Unternehmen den Kredit. Das ist natürlich signifikant etwas anderes. Passt da auf, schaut da genau hin, wenn ihr an sowas, am Crowdinvesting interessiert seid. P2P-Plattformen gibt es auch eine ganze Menge. Lars investiert dort, wie gesagt, und Daniel. Sie benutzen beide unter anderem Bondora. Das ist eine der größten. Dann gibt es auch noch Mintos und Oxmoney, Lendico. Bei Mintos, Daniel hat erzählt, dass die Ausfallquoten teilweise relativ hoch sind. Auch Lars spricht von Ausfallquoten von bis zu 30%. Allerdings ist es auch so, dass dort Zinssätze gezahlt werden, manchmal zwischen 60% und 90% im Jahr und 99%. Also da sieht man schon im Grunde, wenn man 99% kriegt, dass das Ausfallrisiko enorm ist. Also bitte bedenkt das, P2P auch hier wieder. Haben auch sowohl Lars als auch Daniel gesagt, sind Beimischungen. Das ist nichts, womit man ein Vermögen vom Grund her aufbaut. Kann interessant sein, muss aber auch jeder selbst für sich entscheiden. Eine ethische Investment ist es nicht, das haben beide gesagt.
Aber man kann, um die Ausfallrate niedrig zu halten, über verschiedene Plattformen hinweg diversifizieren, weil die unterschiedliche Zinssätze auch haben. Deswegen auch die Ausfallquoten unterschiedlich sind, weil die Auswahl der Kreditnehmer unterschiedlich ist. Und beide, vor allen Dingen Daniel, macht es automatisiert. Er gibt in die Plattform Betrag X rein und dann wird das Geld verteilt. Er hat schon auch mal jungen Mann einen Studentenkredit gegeben, den er auch komplett wieder zurückbezahlen bekommen hat. Aber er hat auch erzählt, er hat schon mal einem anderen das Motorrad mitfinanziert und da kam dann schon die zweite Rückzahlungsrate nicht. Also, ich glaube, das Investment ist dann auch ausgefallen. Deswegen gibt er es auch automatisiert rein und gibt es nicht extra an bestimmte Leute. Das kann man nämlich auch alles einstellen. Und dann weiß er auch nicht, an wen das Geld geht und kennt auch das Schicksal des Menschen dahinter nicht. Beiden ist klar, dass das nicht unbedingt ein ethisches Investment ist. Das wurde leider, diese Frage, nicht weiter ausdiskutiert auf dem Podium. Ich hätte mir da noch ein bisschen was dazu gewünscht, weil diese Zinssätze von 60% und 99% sind natürlich Wahnsinn. Also wenn die jemand zahlen soll, in was für einer Not ist derjenige dann? An dieser Stelle mache ich jetzt erstmal einen Schnitt, denn was nach der Pause kam, die beiden anderen Sachen zu Dividendenstrategien mit Christian Röhrl, mit Alex Fischer und Luis Passos und zu Kryptowährungen gibt es einen Teil 2 vom FinCap 2018 hier in München. Ich schnaufe jetzt erstmal durch. Das war die Zusammenfassung des ersten Teils. Ich fand das bis dahin super spannend. Mir rauchte schon wirklich der Kopf. Aber durch diese Panels, durch die Diskussion untereinander, moderiert von einem Moderator, auch mit einigen Folien und Präsentationen dazu, die ihr unter dem Video auch den Link sehen könnt, war das alles sehr aufgelockert. Und die Stimmung, wie gesagt, sehr, sehr gelöst, sehr entspannt, ziemlich familiär. Und das hat mir gut gefallen, denn das war so ganz anders als bei diesen Finanzkonferenzen, wo es doch relativ steif zugeht. Also, ich sage tschüss, Geldfrau verabschiedet sich von Teil 1 vom FinCamp in München.